Guten Tag und wieder herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Nein, ich habe schon wieder einen Trank genommen. Ich lade gleich nochmal neu hier. Das gibt's ja nicht. So. Na gut. Was hatten wir denn hier gemacht? Wir hatten so ein Rädchen gefunden und ich wusste nicht, wo man das hinbringt. Soweit kann ich mich noch erinnern. Was haben wir hier? Abgetrenntes Körperteil. Oh, da geht's noch hoch. Dann gucken wir mal noch schnell hier oben vorbei, was es hier oben zu holen gibt. Das sieht mir jetzt aber nicht aus, als ob. Und von hier aus, groß weiterkommen. Was soll ich denn hier oben? Ah, da hinten kann man rein. Ah, jetzt können wir zu dem Knochenfragment. Erinnert ihr euch? Da wussten wir vorhin, da wussten wir nicht, wo das ist und wie wir da hinkommen. Jetzt wissen wir es. Ah, das Herz rastet hier schon wieder aus. Ich leg's mal besser weg, bevor es explodiert hier. Oh. Da war anscheinend ein Stolperdraht. Naja, hat vorbeigeschossen. Nope. Oh, ich kann keine. Was schießt denn der? Mal gucken. Was haben wir denn ziehen? Betäubungsbolzen. Ich weiß nicht, was der schießt. Wenn ich den jetzt schieße, dann ist der weg, wa? Ne, der steckt ja noch. Ah ja, der hat einen Armbrustbolzen. Ja, ne? Schießen wir einfach mal weg. Haben wir da 10. Ist ja auch nicht so wichtig. So, dann gehen wir mal hier runter. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich da... Ich spring lieber mal, ne? Bist sicherer, Alter. Ey, da muss ich echt aufpassen, ne? Dass ich hier nicht... Du, ey. Wo ist denn das Herz? Da. Bericht über Knochen, über die Knochenartefakte. Den lesen wir mal noch schnell, der scheint ganz interessant zu sein. Man fragte mich, ob wir der Bevölkerung nicht den Besitz einfacher Knochen und Artefakte erlauben sollten. Sicher. Sicher doch nur eine triviale Angelegenheit. Nicht mehr als ein kultureller Habitus auf den Inseln. Nicht so schlimm wie die Herstellung und Verehrung komplexer okkulter Runen. Was für eine hinterlistige Frage. Diese albernen Unterscheidung schwächt unsere Mission, während der Gestank des Outsiders immer stärker wird. Vielleicht stimmt, was manche sagen, dass unsere Vorfahren diese verfluchten Praktiken tolerierten in einer Zeit, bevor unser modernes Kaiserreich entstand, um das Leben der niedrigsten Sklaven zu erleichtern, die den Weg der Zivilisation ebneten. Aber es gibt in unserem hellen Industriezeitalter keine Entschuldigung für Hexerei. Ich verzeuge vieler Ketzereiprozesse und schwöre, dass die Augen der Verurteilten mit Dankbarkeit für ihre Befreiung leuchteten, während ihnen der reinigende Schmerz ihr Leben nahm. Ja, ja, so ist es. So, können wir die mal töten hier, scheiß Viecher, Alter. Zack, zack, zack. Ich hoffe, die machen keinen Turm oder so, Alter. Das wäre krass. So, einfach mal alle hier abmetzeln. Ja, das sind echt, das ist echt unlustig. Wenn man da runterfällt, dann ist man ganz, ganz schnell. Eieiei. Haben wir nicht irgendwie einen Zauber, Nachtsicht? Nö, überhaupt nicht. Naja, dann hauen wir hier ein bisschen drauf und machen uns Rattengeschnetzeltes hier. Ba, 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 ba. Ah, oder ich gehe mal schnell rüber. Alle, hepp. Und wo ist das Artefakt? Wo ist denn das Artefakt? Wo zur Hölle ist das Artefakt? Das lag doch hier gerade noch. Haben die Ratten das gegessen? Ah ne, da drin steckt's. Muss ich den Schraubstock zuerst benutzen? Ja. So, haben wir das Knochenartefakt? Ne, sicher noch. So. Hier haben wir Knochenartefakten gefunden. Neues Knochenartefakt gefunden. So, was haben wir denn hier? Geistvoll 2. Du findest größere Munitionsvorräte. Ah, das können wir alles 3 ausrüsten. Ach so, man kann 3 ausrüsten. Aha. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir ein bisschen Ratten noch schmetzeln. So, sonst ist hier aber gleich nichts mehr, ne? Okay. Zack. Zack. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ranspringen kann oder nicht. Ich teste es einfach mal aus. Okay, ich kann da ranspringen. Yes, hat doch super funktioniert hier. Ich habe jetzt nur Angst, dass ich... Ja, super. Das hat super funktioniert. Wir sind oben angekommen. Sicher mit dem Knochenartefakt in der Hand. Gehen wir wieder zurück und gucken, ob wir dieses Steuerrädchen hier irgendwo anbringen können. Hier, glaube ich, kann man es nirgendwo anbringen. Hier geht es ja auch nicht weiter. Also, es wird schon da hinten irgendwo sein. Oder vielleicht hier, nee, hier oben können wir gar nicht damit hin.
Ich habe irgendwas im Internet gelesen von 4 Stunden Spielzeit und ich weiß nicht, wie man das hier schaffen soll. Also, so als Normalsterblicher glaube ich nicht, dass 4 Stunden der Norm entspricht. Denn ich bin jetzt nicht so ein ganz Unbegabter in diesem Shooter. Oder, ja, ich nenne es mal Shooter, ne? Aber... So, Ratten abgemetzelt. Okay, wir haben zu viele Bolzen, wir müssen mal wieder einfach schießen. Ich weiß nicht, kann man das... Da scheint es runter zu gehen. Aber ganz schön weit. Ich glaube, da wir sowieso da weiter müssen, gehen wir da gleich mal runter und gucken, was es da unten zu holen gibt. So, und hier geht's auf die Mauer rauf. Ah, da können wir aufs Dach dann. Hier, ich mal noch schnell aufs Dach. Dann müssen wir mal gucken. Ach so, ne, da kann man dann hier weiter. Können wir hier runter? Ja, da können wir auch runter. Hier auf dem Dach gibt es sonst soweit, glaube ich, nichts mehr. Ach, hier kann man auch noch weiter. Ist ja interessant. Das gibt hier ja echt viele Wege, um irgendwo hinzukommen. Das finde ich cool gemacht. Das gefällt mir. So, dann gehen wir mal jetzt hier. Durchsuchen wir noch schnell den Mr. Laden. Ist das hier Schraubstock? Erstmal benutzen. Boah, ey, komm hier, scheiß Rattenviecher. Ja. Ach, da hinten liegt noch ganz versteckt ein Hoch. Ein Pierus Mana Elixier. Uff, wir verbrauchen mal schnell hier ein bisschen Mana, damit wir den mitnehmen können. So. Und dann nichts wieder hinten runter. Was es dort unten wohl für uns gibt, da dürfen wir halt nicht die Dings hier loslassen, aber sonst denke ich, ist dort kein Problem für uns. Eieieiei, das geht aber echt tief runter hier. Ah, da hinten ist noch eine Insel, vielleicht kommen wir da auch noch hin. Brined Hackfish, Menu Types, 8 to 3 Rations. Oder 2? Ne, ist eine 8. Ach nee. Menu Type 8, 3 Rations. Aha. Ja, manchmal hackt es hier ein bisschen so. Okay, ne, haben keinen Schaden bekommen. Ich kenne es von Risen. Ich weiß nicht, wenn hier jemand schon mal Risen 3 gespielt hat, kriegt man ja so viel Fallschaden. Das ist echt nicht mehr lustig. Also sollen wir hier vielleicht noch gar nicht hin? Kann natürlich sein, dass hier später ein Boot kommt und uns abholt. Ich dachte jetzt aber hier wäre dann vielleicht etwas... Wir können ja mal das Herz ausrüsten. Aber die Dinger scheinen... Oh, die sind da oben irgendwo. Ja, kacke, dann können wir sie wieder zurück hochklettern. Tut mir leid, wir müssen wieder hoch. Dann müssen wir beide jetzt wieder hochklettern. Aber das dauert ja auch nicht so lange. Zack. Oh. Zack, nee, zack. So, und ab dafür. Ja, das ist echt ein guter Kletterer. An so einer dünnen Kette da hochzuklettern, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Die Kette ist nicht mal breiter als ein Schwert. Also das ist schon eine Meisterleistung, ne? Wenn man mir jedes Schwert daneben hält, also... Doppelt so breit vielleicht. Also ist echt schon nicht schlecht, ne? Und die haben wir ein Knochenartefakt übersehen. Achso, das ist ja. Hä? Ach, so ist das. Da müssen wir mal wieder Beherrschung. Gorayas. Fußroda. Sind wir jetzt eigentlich weg? Ja, wir sind dann komplett weg. Nee, oder? Ich habe jetzt nicht vergessen. Können wir auch hier unten lang? Och, bitteschön. Das sind doch nur ein paar Flaschen, da können wir doch auch mal locker durchgehen, ey. So, jetzt sind wir die Flaschen. Jetzt ist es uns ein Verhängnis geworden, dass wir hier keine Flasche benutzt haben. Aber sonst kann man hier auch gut lang, ne? Ja gut, da müssen wir langkommen. So, mein Rettelchen, dann kommen wir wieder. Scheiße, jetzt haben wir den Mana-Trank davon. Ah, dafür hat man den Mana-Trank dann bekommen, dass man dann hier halt... Ja, toll. Super gemacht. Na gut. Das ist ja jetzt nicht so die Welt, ne? Ihre Flasche ist so. Oh, die ist tot. Scheiße. Ruf zu den Sphären, Band 1. Als die Maschinen des alten Vehikels laut aufrollten, fühlte ich Unwohlsein in meinen Magen.
Das hatten wir schon mal gelesen. Hier liegen die Bücher ja öfters rum. Der Outsider, das haben wir noch nicht gelesen. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, das den Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht gezogen von einer Siedlung oder einer Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in den Wäldern, die verfluchten Aufseher immer im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an dem der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster sogar die verschlossene Tür eines Hauses von außen öffnen konnte. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen und er wird mich zu sich rufen, wie er sie zu sich gerufen hat. Nennt mich aufgrund meiner Studien einen Ketzer, werft mich in eine kalte Zelle, geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht, verbrennt meinen Körper zu Asche. Aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Ja, das ist doch mal ein cooler Sinn des Lebens, hier die ganze Zeit nur rumzugarnen. Auch sehr. Was ist denn jetzt das Knochenartefakt? Kann ich verarschen? Ach, da liegt es. Ganz unscheinbar. Überhaupt nicht für mich ersichtlich. Dann können wir jetzt hier raus. Ja, das kann man kaputt hauen. Super. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Gut. Achso. Toll. Nee, doch nicht toll. Kann man ja hier weg. Hier, ne? Ja, super. Ah, okay. Hier sind wir wieder. So, dann gucken wir mal vielleicht, ob da oben noch auf dem Haus drauf was ist. Nee. Super, dann geht's ja jetzt weiter. Zack. Zum Besprechungszimmer. Ich hoffe, das ist jetzt der Cornwall, den wir retten wollen. Moment, wir gehen mal noch in die Messhall rein. Ne? Rein. Was hier so drin ist. Da liegt. Ah, das ist ein Hund! Ach, das ist ein Hund. Ja, die sind anscheinend relativ böse. Können wir den braten? Dann werfen wir den einfach mal hier auf den Ofen. Oder in die Wand rein. Das geht auch. So, jetzt haben wir Sokolovs gefunden. Bisschen Essensbücher. Eigentlich hier und kocht. So, noch eine Fünfermünze, ein bisschen essen, ja. Ein bisschen hochheilen hier wieder, ne? Muss ja auch mal sein, mit so einem Aprikosendörtchen. Die sind super geil, lecker. Man muss hier mal aufpassen mit den Ratten, da kommen auf einmal ganze Schwärme aus dem Nichts. Das ist echt uncool. Aber dort, wo man sie braucht, dort spawnen die Ratten halt wieder. Also wenn dort irgendwie so eine kleine Lücke ist oder so, dort spawnen die dann halt echt wieder. Allerdings haben wir jetzt nicht das Lagertor gefunden, wie man wo man halt diese Schräubchen benutzt hätte oder benutzen könnte. Machen wir hier kaputt, gehen wir hier rein. Was haben wir hier noch? Letzte Warnung, letzte Nacht. Guten, letzte Nacht war wunderbar. Ich stelle mir gerade vor, wie mich deine Arme umfassen und ich deinen Atem in meinem Nacken spüre. Ich hatte Angst um unser Leben, als uns die anderen Aufseher sahen. Aber du warst so einfallsreich wie immer. Und ich nehme dir die Beleidigung nicht übel, da ich weiß, dass du dadurch jeglichen Verdacht über uns zerstreuen wolltest. Hoffentlich können wir uns bald wiedersehen. Vielleicht in zwei Nächten, wenn du wieder Ausgang hast. Gezeichnet Darion. Aha, zwei Schwule hier anscheinend, die hier ihre Machenschaften treiben. Oder ihre Liebe ausleben. Edmund, ich habe erfahren, dass sie wissen, wo sich mein Allerheiligstes befindet. Wenn ich sie erwische, wie sie erneut bei Holgers Statue herumlungern und hoffen auf einen meiner Gäste zu treffen oder mich mit ihnen in Kontakt zu treten, werde ich sie als Ketzer brandmarken und aus der Stadt jagen. Mit freundlichen Grüßen, Oberaufseher Camperbell. Lieber Harold, normalerweise mache ich so etwas nicht, aber ich habe einen Brief gefunden, den deine Eltern geschickt haben, als du zum ersten Mal zur Weißen Klippe gebracht wurdest. Vergiss unsere Regeln nicht, die dir die Entscheidung ersparen, dich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Wir können uns nicht länger unter denen bewegen, die wir beschützen. Wenn sie ihm wenigstens den Brief vorlesen würden und auch wenn ihre Beweggründe richtig sein mögen, wissen wir, dass er in diesem Augenblick bestimmt sehr große Angst hat und wir nicht für ihn da sein können. Lieber Sohn, du fehlst uns. Es tut uns sehr leid, dass wir gerade nicht zu dir kommen können, um dich zu holen, wo du auch immer sein magst. Sei stark, Sohn. Wir wissen, dass du deinen Weg gehen wirst. Bitte vergiss uns nicht und versuch uns zu finden, wenn du wieder frei bist. Liebe Mama und Papa. Vorsicht. Berthold, ich habe gesehen, wie einer unserer Brüder ein Paket in die Brieffächer werfen wollte, damit es von den anderen gefunden würde. Ich denke, dass es sich dabei um den Beweis handelt, dass deine Schwester mit Hexerei zu tun hat, worüber du mit mir gesprochen hast. Ich wollte ihn aufhalten, aber er sagte, ich müsste für ihre Verbrechen brennen, wenn ich ihre Taten deckte. Du solltest sie warnen. Versuchte aus der Stadt zu fliehen, bevor sie schnappen können. Dein Freund und Bruder. Aha, das waren anscheinend die beiden davon vorhin, die wir gerettet haben. Ich weiß jetzt allerdings immer noch nicht, ja, wie wir
Moment, wie kann ich mal hier raufgehen nach da oben? Oder auch nicht. Wo dieses Rädchen. Meine Güte, wie das Rädchen, wo man das am besten anbringt. Kann man denn hier. Und ist da oben denn noch was irgendwie? Nee, sieht mir gar nicht danach aus. Scheint einfach nur so zu sein, um von oben herabzustürzen zu können. Ich weiß nicht, wo man. Ich nehme einfach mal das Rädchen hier mit. Das müsste ja hier noch rumliegen, ne? Ah ne, das haben wir mit nach da vorne genommen. Dann holen wir mal schnell das Rädchen hier ab. Na komm hier. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Damit kann man bestimmt irgendwas Wichtiges noch auf. Vielleicht hier. Aha. Ach so, toll. Oh. Ja, das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Ja, jetzt hätten wir da reingekommen. Ja, das war ein bisschen unnötig. Ja. Na gut. Kann man ja nicht wissen. Ich nehme mal hier den Walöltank mit. Den kann man immer ganz gut werfen. Muss nur gucken, dass ich ihn dann auch werfe. Dann speichere ich jetzt am besten auch mal. Spiel speichern nicht, dass wir wieder sterben und dann wieder so früh, so weit anfangen. Nochmal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Gut. Lalala. Achso. Zum Besprechungszimmer. Ich weiß nicht, ob wir. Achso, gut, ich kann ja nicht mit reinnehmen, schade. Okay, da drüben ist nichts mehr. Hier können wir auch nichts mitnehmen, dann würde ich sagen, zum Büro des Oberaufsehers gehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt entweder den Oberaufseher töten oder ob das jetzt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier anscheinend die ganzen Heinis sind. Oh fuck, da sind vier. Okay, das müssen wir ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wir hier am besten. Und da müssen wir echt taktisch vorgehen, weil sonst sind wir hier ganz schnell tot. So, Moment. Da jetzt können wir den Typen da töten, solange der sich da nicht umdreht. So, Nachtsicht beenden und den bringen wir hier schnell um. Zack. Dann nehmen wir den auch gleich mit. Ich hoffe, da oben ist jetzt keiner. Sieht mir aber nicht so aus. Da oben ist das Besprechungszimmer. Fuck, da kommt einer. Warum kommt denn da jetzt einer? Finde ich nicht gut, dass da einer kommt. Recht. Unzerstörbare Tür öffnen. Wenn ich die jetzt öffne, kommt der hierher? Nö. Okay, dann können wir den hier auch noch schnell abmetzeln. Nehmen wir den schnell mit. Zack. Sagen, dann platzieren wir alle hier hinten. Da hinten sind noch ein paar Ratten. So. Pierrus Mann, Alex, hier, dann nehmen wir das mal wieder mit. Wahrscheinlich wieder die falsche Entscheidung, weil da irgendwas war, aber na gut. Wir hatten ja sowieso Low Mana, ne? Da kann man das ja schon mal verantworten. So, jetzt gucken wir mal, ob der Typ von da hinten nochmal wiederkommt. Der steht da unten noch. Was ist denn da hinten? Brandmarkungsanweisungen. Sprechungszimmer. Zack. Oh, Messerregen. Coole Sache. Ja, die Typen da hinten beachten uns gar nicht. Ich komme die am besten alle nach da oben, dann findet die nicht so schnell jemand. So. Ab mit euch nach hier hinten. Sollen euch die Ratten fressen. Dann gehen wir zuerst mal zum Brandmarkungszimmer. Ich höre hier aber auch gar keinen. Warum ist denn hier keiner? Soll das ein Feuerlöscher sein? Man weiß es nicht. Hat dich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Wiese zu essen, die wir. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, okay, hier sind noch Ratten. Ja, und was dort noch so ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dishonored. Diese Folge, was haben wir so gemacht? Ein bisschen rekapitulieren. Wir haben so eine Kurbel aufgehoben und wussten nicht, wo wir sie anbringen sollen. Und haben sie dann kurzerhand im Nachhinein angebracht. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Man muss ja auch nicht immer gleich den intelligentesten Weg gehen. Man kann ja auch erstmal so immer ruf da, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Dishonored. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen traumhaften Tag. Adios.